Ich weiß nicht, wie wir dann am 11.11. darüber sind, da habe ich dich, glaube ich, ganz verschüchtert dann gegrüßt und deine Frau gesagt, komm mal wieder zurück. Ich sage, ich habe zwei kleine Kinder und jetzt habe ich dich geworfen. Ja. Fahrgäste, mein Name ist Karl Horst, Sie werden mich wahrscheinlich schon gesehen haben. Ich möchte Ihnen hier ein bisschen Historisches von dieser Fahrt erzählen. Wir fahren gleich durch einen Tunnel. Das ist ein bisschen überheblich gesprochen gesagt, denn das ist eine Höhle. Das ist eine der größten Höhlen mit von Deutschland. Das ist die Himmelreichshöhle. Und in der Himmelreichshöhle wurde eine Tunnelröhre für die Eisenbahn gebaut. Und so der Tunnel. Links sehen wir sehen gleich ein Teich, ja, das ist der Fonte, der dann unterirdisch mit den IT, der gleich nach der Tunnelausfahrt in Richtung Walkenried zu sehen ist, verbunden ist. Links war das ehemalige Konzentrationslager Lager Dora aus Lager Erich. So, jetzt kommen wir gleich an die Stelle, wo ein Bahnwärterhäuschen war, auf der rechten Seite. Und dann sehen wir schon die Tunneleinfahrt. Und über den Tunnel, genau direkt über die Tunneleinfahrt, ist der sogenannte Hexentanzplatz. Hat mit Thaler natürlich nichts zu tun. Jetzt fahren wir in den Tunnel ein. Auf der linken Seite, man sieht das schlecht, ist der Eingang in die sogenannte Höhle. Ja. Die Höhle ist so tief wie hoch noch einmal. Dann sehen wir jetzt gleich links. Dann sehen wir jetzt gleich links den Itel. Das ist der Teich, der mit dem Bunte im Bünde verbunden ist. Und die Himmelsreichshöhle hat eine Geschichte, die dann mit dem Kloster von Walkenried in Verbindung steht. Deswegen auch das Himmelreich. Ja, da vorne ist der Rassikon, ja. So, jetzt über den Bahnübergang und dann ist in Fahrtrichtung rechts schon zu sehen, das Gebäude des ehemaligen Klosters, der heutigen Klosterruine. Und jetzt fahren wir in den Bahnhof Walkenried rein. Der Güterverkehr während der Zeit der DDR war aber Elrich Herzberg. Also die Güterzüge fuhren von Elrich nach Herzberg und wurden da in Elrich sowie in Herzberg dann verarbeitet zur jeglichen Weiterfahrt. Und wo wir abgefahren sind, vom Bahnsteig 2, da sagt man sich ja, das ist ja das erste Gleis. Aber das ist Gleis 2, denn das erste Gleis, also das Gleis 1, befand sich direkt unter der Bedachung. Das war Gleis 1. Gleis 2, wo wir jetzt abgefahren sind, und Gleis 3 kommt jetzt der Zug von Nordhausen wieder, der Regionalbahn, Hauptfederbahn.
Да, это тоже.